Schwimmen, sprechen wir über mich, nee, sprechen wir über das Laufen. Machen wir ja ganz gerne mal hier. Und wir sprechen allerdings jetzt über Schattenseiten des Laufens. Und da fällt mir eigentlich gar keine ein. Was fällt dir da spontan ein, wenn du an... Du lügst. Wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Also ja, es gibt tatsächlich nicht nur das gemeine Brustwarzen-Wundlaufen bei Männern überwiegend, aber weil wir Frauen tragen meistens Sport-BH, da passiert es nicht so häufig, wenn er klein genug ist und eng genug anliegt. Aber, sorry, und jetzt wird's... Könnt abschalten, wenn ihr wollt, aber bleibt dran, weil es ist auf jeden Fall interessant und Service-Thema. Es ist Sommer, wir Frauen tragen häufiger Bikinis. Das heißt, es kann auch mal sein, dass man die Bikini-Zone wie auch immer geartet, enthaart, abrasiert oder was auch immer. Und wenn man dann läuft, das tut weh. Also jetzt, nein, also wenn du im Bikini läufst? Nein. Nein. Sondern in so einem... Mit einer optisch ansprechenden Bikini-Zone. Wenn ich so laufen gehe, dann kommt das mal vor, dass man sich... Wund läuft, auch als Frau. Ja, warum auch als Frau? Also generell tun wir das. Das hat aber doch, hat das nur was mit der Enthaarung zu tun? Mit der möglichen Enthaarung? Oh, das ist ein schwieriges Thema. Ja, das, also ihr wisst jetzt das schon so, es geht jetzt um Laufen. Das ist das Hauptthema, worüber wir reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir vorher noch nie, ja, nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Also bei mir ist immer... Wir müssen doch gar nicht über dich sprechen. Nein, aber bei mir ist immer Sommer quasi, wenn ich das so sagen darf. So wollte ich es ausdrücken. Also es passiert dann aber häufiger. Also wenn man ganz, ganz frisch rasiert ist, tut es richtig weh. Und das kann ich aus Erfahrung sagen. Du brauchst dich jetzt gar nicht schämen für mich. Ich schäme mich für mich, weil ich daneben sitze. Nein, ich finde es toll, dass wir da mal so... Weil wir da so, du wolltest darüber reden. Ja, wollte ich auch. Und du hast gesagt, bei Männern ist das auch so. Ja, ich wollte dich reinreiben. Bei Männern ist es überhaupt nicht so. Aber nein, natürlich Bunky, ist. Bunky, ist das bei Männern auch so? Ja, der läuft. Ja, ich laufe ja nicht. Ich bin ja Fahrradfahrer. Aber er hat auch Sommer. Ja, aber so, ja, selbstverständlich. So ein fieser Sattel kann, glaube ich, auch Schaden anrichten in deiner Bikini-Zone. Ich habe so einen Gelsattel. Du sitzt ja auch gar nicht drauf. Ich wollte gerade sagen, von einmal Fahrradfahren wirst du nicht bunt. Einmal in der Tiefgarage gefahren, ist alles gut. In der Tiefgarage? Welcher? Sorry, aber das habe ich mich schon immer gefragt. Ich habe die Lampen getestet. Ich hatte Lampen. Du hattest hier so eine Superlampe bestellt. Die neuen Lampen getestet, da wollte ich nicht mit auf die Straße fahren, da habe ich einfach eine Runde in der Tiefgarage gedreht. Warum wollte er... Wofür kaufst du die Lampen, wenn du gar nicht vorhast auf der Straße? Ja. Er hat sie alle an. Bunky, danke für deinen Beitrag an der Stelle. Kommen wir doch wieder zurück zur Bikini-Zone. Nein, bei Männern ist es genauso. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das von der Enthaarung abhängt oder nicht. Aber gerade jetzt bei der Hitze... Vielleicht hat es auch was mit dem Schlipper zu tun. Ja, ich denke auch. Man hat ja in diesen Sporthosen, wir sehen dich heute Abend möglicherweise noch in einer tollen Kombination aus mehreren Sporthosen, glaube ich. Oder eher, ich habe schon ein bisschen in deine Sporttasche geschnüffelt. Und es kommt wirklich, die haben ja so ein Innenfutter. War gut. Und was ich kenne, dass wenn das so feucht wird und so nass wird... Ob's gut war? Also jetzt ist es kriminell. Wenn das so feucht und nass wird und das Innenfutter sich ungünstig verhakt um den, um die Gonaden... Mal, die habe ich nicht. Ja, das musst du nur, glauben wir dir jetzt einfach mal so. Dann kann das schon zu, dann schiebst du deine Hand in die Tasche und fummelst da rum und hoffst, dass es keiner sieht, weil sich das halt verhakt. Und dann wird es eben auch wund, weil eben Haut an Haut scheuert. Aber es sind andere, ich weiß gar nicht, warum wir über diesen Bereich, über den Intimbereich sprechen, weil es betrifft offenbar, das kenne ich wiederum nicht, Achselhöhlen auch, feuchtes Klima unter dem Arm. Und dann die Armarbeit beim Laufen. Es macht Sinn. Da schubert es auch. Und da können wir offen drüber reden. Die rasieren wir doch wahrscheinlich. Ja, also wie? Ich schon. Ich habe unter deine noch nie geguckt. Rasierst du? Ich rasiere tatsächlich. Ja, schön. Können wir uns gleich gegenseitig mal zeigen, wie schön gründlich wir das rasiert haben. Also Achseln kenne ich nicht. Kennst du das? Nein, nein, das Problem werden. Das ist wirklich Quatsch. Oberschenkeln, ja, da haben wir es dann doch. Vor allem, das habe ich dann gelesen. Nee, das kenne ich wiederum nicht. Oberschenkel, damit meinen die auch so die Innenseiten. Und dann ist das doch, geht das, das sieht doch alles so. Das ist doch alles klar. Ja, das Wichtige ist, glaube ich, was man anhat. Und da gibt es tatsächlich, was guckst du mich? Das Wichtigste ist... Sorry, aber irgendwas mit Bein zu tragen, das ist am allersinnvollsten, auch als Frau. Eine Radlerhose. Ja, also es kann ja noch kürzer sein, also wie eine Hotpants oder sowas, ne? Bei Frauen ja, gerne. Bei Frauen auf jeden Fall, weil alles andere irgendwie einen blöden Reibungspunkt hat. Ist einfach so. Wenn wir jetzt mal rein vom Bewegungsapparat ausgehen, die Beine gehen nach vorne, nach hinten. Und wenn da jetzt irgendwas auf einer Kante ist, das schubbert.
Ja. Und ja. Vor allem keine Baumwollklamotten. Das betrifft dann auch wieder die Brustwarzen. Wenn man so eine Funktionskleidung hat, dann ist das eigentlich kein Problem. Ich habe das vielleicht ein, zweimal im Jahr, das ist dann wirklich dann Schubert und das tut unangenehm weh. Und dann klebt man Pflaster drüber und dann ist eigentlich auch gut. Was hilft, sei Vaseline, habe ich oft gelesen, die hat man ja eh möglicherweise im Haus. Die schmiert man sich dann da drauf und die schützt dann davor. Also das war das, Sportsalben sowieso. Und wenn schon eine Wunde besteht... Einmal Hand hoch, wer hat hier alles Vaseline im Haus? Ja, ich, weil es schubbert. Wir sprechen noch die ganze Zeit darüber. Deswegen hast du über das Schubben. Ja, weil ich dann Vaseline, dann, ja, weil es doch auch, ach so. Nein, aber es gibt ich hab, auch. Ich habe im Altenheim, Stichwort Altenheim, habe ich gearbeitet. So, ja. Ältere Damen, auch Herren, aber überwiegend, weil die Herren früher sterben, ältere Damen. Auch ein bisschen korpulenter, ist ja auch nicht schlimm, im Alter kann man das durchaus tragen. Und da mussten wir immer morgens in die Bauchfalten aua. So Tücher legen und auch die so pudern, die Bauchfalten, nicht die Tücher. Weil auch die werden da wund zwischen den Bauchfalten. Du guckst nicht so betroffen. Ich wollte was beim Stehen, beim Sitzen oder weil die dann bettlägerig sind? Ja, also gelegentlich stehen sie mal, aber da ist manchmal so viel Bauch, dass das im Stehen auch schon drüber ist. Also sehr korpulent. Wir treffen uns doch alle irgendwann. Ja, die meisten waren irgendwie, oder ich war in so einem speziellen Altenheim, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und also dieses Pudern hilft auch, das gibt es eben auch für Sportler, dass man dass die entsprechenden Bereiche einpudert. Das ist übrigens jetzt mal, Puder ist generell jetzt bei dem Wetter gar nicht so schlecht. Füße, ne, in die Schuhe rein gegen unangenehme Gerüche und... Ihr wisst ja mittlerweile, dass ich auch irgendwie viel mit Hochzeiten zu tun habe. Man rät jeder Braut, sich unterm Brautkleid zu pudern, weil das so heiß wird. Das ist so ein luftundurchlässiger Stoff. Deswegen nimmt man auch Puder und pudert die Beine. So, da würde ich völlig vom Thema ab, aber es ist egal. Da würde ich im Winter heiraten. Wir sprechen gleich noch weiter über dieses Brand. Ja, jetzt ist recht, dieses brandheiße Thema. Wir haben ein bisschen Anschauungsmaterial mitgebracht. Ach, du sitzt ja schon hier. Und sprechen dann noch über Blasen. An den Füßen, denn auch die sind ein Problem. Ja, die hat ja auch schon. So, und jetzt Peter, guck, was du draus machst. Viel Spaß.